Guten Morgen, Robert. Bist du schon munter? Guten Morgen ist gut. Hallo, liebe Viktoria. Hast du mal auf die Uhr geschaut? Es ist 1 Uhr, aber Frau Doktor steht mal wieder spät auf. Mir geht's gut. Es ist Freitag. 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 Genau, so ist es, wenn das Mittagessen mal wieder zu kurz kommt. Ja. Schlägerei gehabt? Fast. Nein, ich hatte auch mal wieder ein Zahnproblem und musste mich zahntechnisch operieren lassen. Das ist halt so, ne? Im Alter verliert man schon mal Zähne. Jetzt habe ich zwar weniger. Bisschen dicke Backe, aber wichtig ist, ich kann wieder alles essen. OP ist 2 Tage her und war nicht schlecht für die Figur, aber jetzt freue ich mich auch wieder, was Handfestes beißen zu dürfen. Das passt ja wunderbar zum Thema, weil mal schauen, ob du noch alles essen darfst und sollst. Wir sprechen heute nämlich über ein ganz tolles Thema. Weißt du, was am 2. Mai ist? Ja, ist der Tag nach dem 1. Mai und der Tag vor dem 3. Mai. Nee, keine Ahnung, was ist das? Das ist der Tag der Lebensmittelrettung oder auf Englisch Food Waste Day. Ah, das habe ich immer gehört, ja genau. Abfallvermeidung, Lebensmittelabfallvermeidung. Wichtiges Thema, oder? Sollten wir uns mal dessen annehmen. Absolut. Spaß beiseite, ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, weil wenn man sieht, wie viele Lebensmittel weggeworfen werden, tonnenweise pro Jahr bei uns hier in Deutschland, das tut einem schon in der Seele weh. Richtig. Kann ich so nur unterstreichen. Und ich weiß nicht, ob du auch so einer bist, der immer diese Daten da sehr genau checkt. Da gibt es ja mehrere Daten. Ich habe da ein bisschen mal recherchiert. Ich komme dann auf das Verbrauchsdatum, das Mindesthaltbarkeitsdatum und Korrekt. das Verkaufsdatum. Das sind Kannst du drei mal. richtige Bezeichnungen, die in der Gemeinschaftsverpflegung im professionellen Bereich ganz wichtig sind, im privaten Bereich ja auch wichtig sind, aber MAD, Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich glaube, der Name sagt schon alles, mindesthaltbar bis. Ist die Frage, was mache ich danach? Oder. Mindesthaltbarkeitsdatum ist halt das Datum, bis dann der Hersteller mir als Verbraucher garantiert, wenn ich es so lagere, wie er es auf der Verpackung angibt. Das ist immer wichtig beim MAD. Gucken, was empfiehlt da der Hersteller. Gekühlt, nicht gekühlt, bei welcher Temperatur. Wenn ich daran mich halte, sagt der Hersteller, bis zu dem Datum übernehme ich die Garantie. Danach musst du selbst entscheiden, lieber Robert Dieter, was du mit meinem Lebensmittel machst. Privat. Wunderbar. Ist verständlich, genau. Wir gehen gleich noch mal ein bisschen darauf ein, wie man das, glaube ich, genauer machen kann. Verkaufsdatum hast du, glaube ich, noch genannt gehabt. Verkaufsdatum, ja. Verkaufsdatum, ja. Das Datum, bis dahin verkauft sein soll im Einzelhandel. Ist das das, was man schon mal sieht, auf, wenn man zum Beispiel einen Burger isst in den typischen Läden? Ja, genau. Da, glaube ich, Weil sogar man mit der Uhrzeit. Einzelhandel beachten muss, er muss halt auch dem gewissen Zeitraum vorher ins Regal stellen, damit halt auch noch verkauft werden kann. Es nutzt nichts, wenn das Verkaufsdatum jetzt ist der 30.04. Und ich fange das heute an, erst ins Regal zu räumen. Also da hat auch der Einzelhandel eine gewisse Verantwortung. Aber bis dahin im Verkauf offiziell angeboten werden darf. Okay, und dann gibt es ja auch noch das letztere, das Verbrauchsdatum. Das ist ein ganz wichtiges Datum. Bis dahin soll das Lebensmittel unabhängig der Lagerungshinweise verbraucht sein. Und danach nicht mehr. Also dann ist es wirklich ganz wichtiger Punkt. MAD, Mindesthaltbarkeit, Verkauf und das Verbrauchsdatum. Ab danach hat es nicht mehr die Lebensmittelsicherheit im gewerblichen Bereich. Das heißt jetzt für mich, wenn ich da bisschen auch Bedenken habe als Endverbraucher, mir anschaue Verbrauchsdatum und Mindesthaltbarkeitsdatum. Beim Mindesthaltbarkeitsdatum, da kann ich, ja, brauche ich nicht direkt in Panik verfallen, auch beim Verbrauchsdatum jetzt auch nicht prinzipiell, aber da ja, wird eher geraten, das schnell zu entsorgen. Also nehmen wir mal gerade das Mindesthaltbarkeitsdatum, jetzt gerade privat oder im gewerblichen Bereich. Letztendlich entscheidet dann geht die Verantwortung in den Koch über, ne? An die Einrichtung oder bei mir, Robert Diede. Ich entscheide, ob ich es danach noch verwende oder nicht. Ich habe leider Gottes einen Freund, der ist ja ganz penibel, der wirft dann alles direkt weg. Braucht er gar nicht. Weil, nehmen wir mal das klassische Joghurt zu Hause im Kühlschrank, abgelaufen vor 2 Tagen. Das heißt ja nicht, dass es nicht mehr genießbar ist. Aber ich mache schon meine sensorische Prüfung, öffne den Deckel, rieche, gucke. Und wenn auch alles okay ist, esse ich es bedenkenlos. In der Gastronomie kann das auch gemacht werden, aber die Verantwortung übernimmt dann der Gastronom. Er muss wirklich für sich dokumentieren, ich habe sensorisch geprüft und und. Und wenn du jetzt schon sagst, wenn wir beim Beispiel sind, der Lebensmittel mit MHD, das war jetzt ein Beispiel, das Joghurt, Milch und so weiter, gibt es ja auch noch weitere. Nudeln,
getrocknetes Getreide zum Beispiel oder Linsen. Ich denke, da kann man wirklich auch noch weit drüber hinaus. Ich kann das nur wirklich jedem empfehlen, im privaten Bereich zu prüfen und so weiter, ob es noch haltbar ist. Es gab vor einiger Zeit sogar mal eine Untersuchung. Man hat Lebensmittel mal verkostet, die schon seit Jahren abgelaufen waren und trotzdem noch genießbar. Also wie gesagt, man muss da bitte nicht hingehen und direkt wegwerfen, weil halt um Gottes Willen, das ist gesundheitsschädlich. Nein, man muss aber prüfen. Das ist so der Hinweis, sollte jeder für sich tun, hat es noch die Farbe, den Geruch, das Aussehen wie vom Ursprung und dann kann es essen, im privaten Bereich. Und im gewerblichen Bereich, in der Gastronomie, da kann das auch verwendet werden, ja. Aber wie gesagt, letztendlich muss es dann ganz penibel dokumentiert werden, dass der Koch wirklich geprüft hat. Also nicht die Hilfskraft machen, die von Lebensmitteln keine Ahnung hat, so wie ich so zum Beispiel, sondern soll da wirklich dann der Mann, der sagt, das ist noch verwendbar. Mindesthaltbarkeitsdatum. Im Gegensatz zu dem Verbrauchsdatum. Auch da kann ich privat für mich entscheiden, kann ich es noch benutzen. Aber das sind ja meistens dann die Lebensmittel, glaube ich, Victoria, du kennst auch, die sehr kritisch sind. Genau. Fisch, Geflügel. Also wirklich ganz sensible Lebensmittel. Wenn ich die nicht kühl lage, das sind ja in der Regel alles kühlpflichtige Lebensmittel, da ist das Gesundheitsrisiko sehr hoch. Ne? Und deswegen haben wir ein Verbrauchsdatum. Im gewerblichen Bereich gibt es gar keine Diskussion. Verbrauchen bis dahin und danach verwerfen. Leider Gottes. Im privaten Bereich kann ich sehr wohl nochmal prüfen für mich. Das Hähnchen gestern abgelaufen. Ja, da gucke ich nochmal drauf. Aber wenn nicht gerade die Salmonelle mich anwinkt, gut durchgebraten. Oder wie machst du das? Ich mache es ja ähnlich. Ich bin beim Verbrauchsdatum etwas kritisch, muss ich selbst gestehen. Ich versuche aber auch nochmal zu schauen, okay, riecht es irgendwie? Ist da irgendwas aufgebläht in der Verpackung zum Beispiel? Wenn nicht, wie du sagst, gut durchbraten. Einfach gut durchgehetzt, ein bisschen länger als normal, um das Risiko zu minimieren. Wie das Verkaufsdatum haben wir weniger mit zu tun. Das ist, wie gesagt, Thema Einzelhandel. Er muss es halt zeitnah in die Regale einräumen, damit der Konsument noch die Möglichkeit hat. Aber so bei uns Bereich, MAD, Verbrauchsdatum, ich denke, ist klar, oder? Ist soweit klar, aber jetzt habe ich noch einen letzten Punkt. Wenn ich gerade dann oft mal einkaufen gehe, gibt es auch bei Lebensmitteln ja komplett ohne Datum. Ja. Ich denke da so an die Obst-Gemüsedecke. Genau so ist es. Ne? Es gibt halt gewisse Lebensmittel, die haben kein klassisches Verbrauchsdatum. Da gibt es Empfehlungen zu. Aber das ist ja, wenn ich an der Obsttheke bin, da sehe ich schon, wenn der Apfel runzelig ist, ne? Oder der Würstchenkopf total verwelkt ist, dann hole ich nicht mehr. Ne? Also da gibt es keine, bei den Produkten gibt es jetzt keine Geschichten. Und da muss der Konsument für sich selbst entscheiden, frische Gefühle. Ne? Du kennst das beim Spargel aneinanderreiben, wenn der schön quietscht, ist er frisch. Wenn ich schon hingehe und der quietscht nicht mehr, da weiß ich, das heißt aber nicht, dass er schlecht ist. Er hat nur nicht mehr diese Qualität. Das ist so ein bisschen noch der Unterschied. Ne? Also er verdient an Qualität, an Vitaminen etc. Er schmeckt vielleicht nicht mehr so, wie er schmecken sollte, aber er dürfte nicht gesundheitsschädlich sein. Das ist der Unterschied. Genau, man merkt auch beim grünen Spargel noch, der riecht irgendwann ein bisschen muffig. Daran kann man es dann auch sehr gut erkennen. Wenn ich jetzt selber Koch bin, dann kann ich ja mir meine Lebensmittel selbst herstellen. Wie sieht es denn dann aus mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, wenn ich das selbst zusammenstelle? Das ist eine gute Frage. Ich habe also, wie gesagt, auch in der Kunden, die ich betreue, gibt es welche, die stellen Eis her, Mayonnaise selbst her, was vollkommen legitim ist. Aber ganz wichtiger Punkt, er muss den Prozess beschreiben, muss ein standardisierter Prozess sein und er macht eine Eigenkontrolle. Weil es gibt ja eine europäische Verordnung, die definiert genau, wie viel Keime auf einem Lebensmittel sein dürfen. Und er macht nichts anderes, indem er den Prozess beschreibt und dann macht er eine Produktuntersuchung an ein Labor und die untersuchen genau auf diese Kriterien. Und dann kann er für sich dann genau festlegen, wenn ich das so herstelle, so lagere, kann ich da 2, 4, 5, 6, 7 Tage machen. Das macht er in so einem Versuch für sich. Er hatte die Erfahrung und sagt, nach 3 Tagen mache ich eine Untersuchung, nach 5 Tagen eine Untersuchung und wenn dann auch alles gut ist, dann sage ich 5 Tage haltbar bis. Er muss ja nicht unendlich machen, weil er will es ja auch verkaufen. Aber das macht kaum eine Eigenkontrolle. Das geht. Selbst dazu zählen selbstgemachten Salate. Kartoffelsalate, Fleischsalate, ob es selbstgemachtes Eis ist, das geht auch. Da muss er für sich das selbst herausfinden über eine Laboruntersuchung. Genau. Und jetzt gibt es ja auch so die typischen Lebensmittel. Vielleicht gehen wir da mal auf das ein oder andere ein bisschen ein. Spontan fällt mir ein, Schimmel auf Gemüse und Obst.
Oh, das ist eine gute Geschichte, Schimmel. Ja, Schimmel ist eine ganz kritische Geschichte, weil was wir als Verbraucher sehen, ist einfach das Endprodukt, der Kopf sozusagen. Aber diese Schimmelpilze, die ziehen ja Sporen, Sporenfäden und die siehst du nachher nicht mehr. Ne? Was du siehst, ist typisch die Marmelade. Ne? Kennt man. Und richtig. Unter uns gesagt, zu Hause aufgemacht und sehe so einen kleinen weißen Punkt, da bin ich für mich immer ganz mutig. Mach den weißen Punkt weg und esse die Marmelade noch, weil das kann ich für mich privat machen. Im gesellschaftlichen, im gewerblichen Bereich ist das ein klares No-Go. Man muss aber genau wissen, wie gesagt, diese Pilzsporen ziehen da durch. Das mache ich bei einem frischen Glas. Wenn das Glas schon so drei Viertel leer ist, hilft ein bisschen länger, weg. Also da gehe ich kein Risiko ein, weil die Gifte bilden. Wie sieht das aus bei Apfelmus? Bei Apfelmus würde ich erst gar kein Risiko eingehen. Bei Apfelmus, da kannst du davon ausgehen, da aufgrund der weichen Konsistenz ist komplett durchzogen. Da hört bei mir auch der Spaß auf, das kommt weg. Aber also, die typische Marmelade ist es doch. Ich würde im Zweifel, ich würde auch die Marmelade dann nicht essen, aber man merkt dann, und der Diskussion schon ist es in dem Falle wirklich, ja, muss also man oder wenn ich jetzt hier demnächst wieder Traubenzeit irgendwann mal esse und habe da so meine Traube da und einzelne Beere isst mal, da pflücke ich die weg, aber ich habe nicht die ganze Traube weg, ne? Sozusagen. Ne? Aber wie gesagt, ist, bei dem Apfelmus, toller Hinweis, danke dazu, weg damit. Bitte kein Risiko eingehen, weil Schimmelpilze können Aflatoxine bilden und das ist dann immer so spaßig. Genau, also prinzipiell kann man sagen, je flüssiger ein Lebensmittel, umso ja, gefährlicher kann es werden durch den Pilz und dann eher auch entsorgen. Das ist wieder das Thema, was brauchen. Keime sich vermehren, die brauchen einen hohen Anteil an Wassergehalt. Je feuchter ein Lebensmittel ist, desto höher die Anforderungen an die Lagerung, Kühlung etc. Und ich bin auch ein bisschen der Säuregehalt natürlich auch noch eine Rolle, gerade bei der Marmelade. Der hilft ja auch dabei. Aber da sind wir als Verbraucher, denke ich mal, mit dem geschulten Auge und dann entscheiden, was werfe ich weg, weil man muss nicht wirklich alles wegwerfen. Absolut richtig. Bei den Konserven, ich denke, das ist ja auch so ein Klassiker, bei Essig- oder sauren Gurken, da kann man schon mal erkennen, wenn irgendwie das, ja, die Flüssigkeit nicht mehr farblos ist, sondern sich so ein bisschen durchzieht, milchig wird, dann ist auch an der Zeit, das zu entsorgen. Und ich denke, Klassiker auch Bombagen bei den Drogen. Das genau. Ist das Thema Bombage, das gibt es heute eher seltener, weil mittlerweile die Konserven innen drin alle beschichtet sind, aber früher war das gang und gäbe. Und Bombage werden produziert aus Clostridium botulinum, Botulum die Wurst übrigens. Das Clostridium botulinum wächst nur unter Sauerstoffabschluss. Das heißt, Botulinum und Clostridium habe ich draußen überall rumliegen, vielleicht auf meinem Tisch hier. Da macht der nichts, weil das mag der nicht. Aber wenn ich den in eine Dose packe, zumache, sagt er, das ist meine Party. Und er bildet Gase, Gifte und diese Gifte führen dann zu dieser Bombage. Auch dieses Lebensmittel müsste ich nicht verwerfen. Ich müsste die Dose ganz vorsichtig aufmachen, das Lebensmittel gut durchkochen, weil das Toxin ist hitzelabil. Aber ganz ehrlich gesagt, Leute, das Risiko auch wird dabei mit so groß Bombage verwerfen. Würde ich niemandem empfehlen, wenn man bedenkt, dass es eines der giftigsten Gifte überhaupt ist. Genau. Und du hast es gesagt, Botulinumtoxin, also Abkürzung Botox, kann man vielleicht anderweitig verwenden, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber genau das passiert, ne? Was das Botulinum in der Dose macht, macht das kleine Gift in deiner Haut, es glättet die Falten. Vielleicht habe ich Botulinum in der Backe, wer weiß. Ich wollte nicht so genau nachfragen. Ja, aber eine andere Frage. Ich habe das letztens gehabt, bin dann jetzt mit Schokolade. Wie schaut es bei dir da aus? Hast du da schon mal Thema Schokolade? Ja, dieser typische Grauschleier. Ich glaube, das genau. Kennt man schon mal. Das passiert halt in der Regel, wenn man es falsch lagert. Wenn es ein bisschen zu warm wird. Manche nennen es auch Fettreif. Es ist im Grunde so eine kleine Schicht aus Festkristallen. Und an der Sonne, am Licht reflektiert das dann. Es wird dann so ein bisschen grau. Macht aber nichts. Das ist nur im Grunde eine kleine Fettschicht. Kann man ganz normal essen, schmeckt auch ganz normal. Also mir schmeckt es genauso gut. Okay. Nee, weil ich hatte das jetzt gehabt, aber ich habe es auch gegessen und konnte es so ein bisschen wegwischen, habe ich gemerkt. Genau, kann man wegwischen. Einfach beim nächsten Mal vielleicht richtig lagern, kühl lagern und alles gut. Also wie gesagt, ich denke mal, es ist ganz wichtig, dass man einfach die Produkte einfach noch, das sollte man generell machen, nochmal kurz optisch bewertet, ne? Wie du eben schon sagtest, wenn eine Lösung nicht mehr so klar ist und so weiter, Thema, da haben wir ja auch schon gerade Thema Eier, ne?
Richtig, auch bei Eiern, da riecht es ja auch sofort, wenn ein Ei nicht mehr passt und wenn es auch schon ein bisschen vielleicht drüber ist, es riecht noch normal, auch wieder gut durchbraten an der Stelle. Thema Geruch, Geschmack, Frittierfett. Oh, eine ganz spannende Geschichte. Es gibt ja ganz klare Frittiermessungen, die auch durchgeführt werden in der Gemeinschaftspflege, in der Hotellerie, in der Gastronomie. Sind Oxidationsprodukte. Da gibt es ganz klare Vorgaben, Gesetzgeber, wann muss ich ein Fett wechseln? Bei mir privat zu Hause habe ich nicht so ein teures Gerät zu messen. Ich mache die Optik. Wenn es dunkel wird, wenn es ranzig riecht, dann hat es nicht mehr die Qualität. Das sind Oxidationsprodukte, die dort entstehen. Je mehr ich das benutze, desto stärker wird es belastet. Und da achte ich bei mir zu Hause drauf. Ich sage mir, wir machen hin und wieder selbst Pommes frites, aus eigenen Kartoffeln, Kartoffeln aus eigenem Anbau. Passt wunderbar bei uns. Und das Fett benutzen wir in der Regel so 2, 3 Mal. Da merkst du schon, da wird es ein bisschen dunkel und es sind noch nicht die riesigen Mengen. Dann wird es ausgehärtet und entsorgt. Ja, bei uns dann auf dem Kompost sozusagen. Ne? Aber wie gesagt, das ist so eine Geschichte. Es ist nicht schädlich, ne? Aber du schmeckst es. Du merkst, wenn du irgendwo mal unterwegs bist und du hast ein paar Pommes frites gekauft und du merkst, ah, dann weißt du genau, das Fett war nicht mehr gut. Es ist ein Qualitätsverlust des Endproduktes der Pommes frites. Genau, Oder absolut. des Hähnchens, Schnitzel, was ich in der Fritteuse machen möchte, wie auch immer. Es schmeckt dann auch einfach nicht mehr so gut. Aber das auch wichtig ist, und gerade in dem Bereich, wenn ich Frittierfett für mehrere Warengruppen benutze, ist auch nicht so gut. Kann ich zwar machen, also ich kann so meine Kippeling, mein Backfisch in die Fritteuse schmeißen, ne? Wenn ich danach aber ein anderes Produkt rein tue, kann es passieren, dass das andere Produkt, die Pommes, dann nach Fisch schmecken. Gut, wenn ich dann meinen Pommes-Fischteller habe, dann passt das wieder. Oder kommt wieder. Das sind so Kleinigkeiten, die man darauf achten soll. Also wirklich drin der Warengruppen und dann verwerben. Aber wo du sagst, das Thema Geruch, Frittierfett, wie schaut es bei dir bei der Milch aus? Da ist schon mal dran gerochen. Ja, da merke ich es auch. Also da kommt ja relativ schnell dann mal der säuerliche Geruch. Nur doof, wenn man dann nicht drauf achtet, passiert auch schon mal, den Kaffee genüsslich trinkt und spätestens dann. Ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt. Es wird sehr schnell säuerlich. Das schmeckt dann einfach nicht mehr. Also auch bei der Ich sehe Milch, es ja klar. bei der Frischmilch, Haarmilch, aber ich sehe es auch bei der Kondensmilch für den Milchkaffee, für den Milch. Wenn das oben so anfängt, kristallig zu werden, wenn ich einen Kaffee reingebe, dann merkt man auch und dann riechst du schon mal dran, oh, es ist nicht direkt gesundheittätig, weil es kommt auf die Menge auch an, die ich zu mir nehme, aber es verliert an Qualität. Aber ich denke mal, mit einem geschulten Blick, geschulten Auge, ein bisschen Sensibilisierung auch zum Thema, das ist für mich ganz wichtig, MAD. MAD überschritten heißt nicht direkt bitte wegwerfen, sondern prüfen, ob es noch genussfähig ist, ob es noch genusstauglich ist und dann weiter verwenden und nicht direkt alles wegwerfen, um somit halt auch dieser Lebensmittelverschwendung bisschen vorzubeugen. Genau, komplett richtig. Du hattest eben noch erwähnt, dass du Kartoffeln da selber zu Pommes machst. Ja. Schon mal die Triebe gesehen? Die Bei was? Kartoffeln, so kleine Triebe gesehen bei den Ja klar, Kartoffeln? die kommen schon mal raus, wenn die zu lange lagern, glaube ich. Ja, was machst Essen. Nicht die Triebe, aber trotzdem noch die Kartoffeln verarbeiten. Die Triebe sind nicht so gesundheitsförderlich, aber du kannst die Kartoffeln immer noch essen. Genau, du kannst die Kartoffeln essen, nur wichtig an der Stelle bitte die Triebe gut wegschneiden und auch noch ein Stück der Kartoffeln mit, wo die Triebe sitzen, denn dort reichert sich das Gift Solanin an, ist auf Dauer nicht so perfekt für den Also Körper. ich komme ja aus einer Großfamilie. Bei uns damals zu Hause wurden die Kartoffeln in einem Kartoffelkeller gelagert. Und da kam je nach Schicht ein bisschen Pulver drüber. Ich weiß gar nicht mehr, was meine Mutter da immer draufgegeben hat. Soll aber diese Keimbildung reduzieren. Und trotzdem, ich kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern jemals eine Kartoffel weggeworfen hätten, nur weil Trieb rausgekommen ist. Der wurde weggeschnitten, der wurde weiterverarbeitet. Und du siehst, ich lebe immer noch. Absolut richtig. Aber vielleicht eins noch. Wir haben uns ja auch überlegt, Hygiene, was hat das mit den Daten zu tun und so weiter? Wo kommt der E-Club ins Spiel oder wo kommt da die Hygiene zu Hause ins Spiel? Ich denke, was wir machen können, ist, du hast es erwähnt, schon richtig lagern und auch Thema Kreuzkontamination Oh verhindern. ja, das sehe ich immer wieder, muss ich immer selbst aufpassen, aber es ist wirklich so, man kennt das Frühstück morgens, sonntags Marmelade und schlägt die Marmelade ab. Also man sollte verhindern mit dem Löffel, den ich benutzt habe. Also wir haben einen eigenen Löffel, ich denke, es ist auch der Standard, einen eigenen Löffel fürs Marmeladenglas, einen Löffel für das Honigglas und nicht den Löffel nehmen von Mund ins Glas rein, weil dann fördere ich nur den Verfall oder
die Zersetzung des Produktes, darauf sollte man achten. Saubere Gefäße, Hände waschen bei der Verarbeitung von Lebensmitteln. Also diese klassischen Kontaminationen. Genau, und vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, wo man nicht so dran denkt, wenn man Wurst, Käse, Salami aufschneidet mit eigenen Messern. Tatsächlich, kleiner Tipp von meiner Seite, die Keime untereinander vertragen sich nicht. Es kann wirklich passieren, gerade bei Salami hin zu Schinken, zu Käse, dass durch die verschiedenen Bakterien und Keime, die benötigt werden für die Reifung dieser Produkte, die anderen aber schneller verderben. Da vielleicht ganz kurz noch eine kleine Story aus der Praxis. Ich ziehe auch Lebensmittelproben und habe das vor einiger Zeit gemacht bei dem einen, der ja auch selbst Mayonnaise herstellt, und habe nicht darauf geachtet, dass ich ein frisches Messer bekommen hatte. Und ich hatte dann einmal eine Probe genommen von der Wurst, einmal eine Probe genommen von einem anderen Produkt und habe das Messer da reichen lassen und habe dann nicht nochmal vorher desinfiziert, weil ich bin davon ausgegangen, und konnte nachher in der Beurteilung nach dem Laborbefund feststellen, in dem Käse waren Keime drauf, die hätten da gar nicht drauf sein sollen. Da ist mir eingefallen, du hast ja ein Messer benutzt, was nicht ganz so sauber war. Da wurde mir nochmal klar, wie wichtig das ist, wirklich hier produktbezogen eigene Utensilien zu verwenden. Richtig, genau. Ich denke, das muss man auch nochmal an der Stelle sagen. Aber keine Bahnung vom Mindesthaltbarkeitsdatum, beim Verbrauchsdatum. Wenn ich wirklich industriell tätig bin, dann entsorgen, sonst kann es auch wirklich Konsequenzen haben, strafbarer Natur. Privat gern auch nochmal prüfen, im Zweifelsfall aber beim Verbrauchsdatum eher entsorgen. Das macht schon Sinn, gerade wenn man ein bisschen panisch ist. Aber da kann man sich orientieren, richtig? Korrekt. Ja dann, Zeit für Mittagessen, oder? Ja, jetzt wo ich wieder alles essen kann, freue ich mich auch drauf. Informiert sagen, bist du auch? Guten Appetit, aber lass es dir schmecken. Das wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Tschüss. Tschüss.